Professor Witte, vielen Dank, dass Sie sich zur Verfügung stellen für dieses Gespräch. Aktuelle Entwicklungen im Zollrecht. Was sind die wichtigsten Punkte? Also das Besondere ist, letztes Jahr ist das Gesetz auf den Markt gekommen. Jetzt muss es umgesetzt werden. Und der wichtigste Punkt der aktuellen Umsetzung ist die Neubewertung von 70.000 Bewilligungen bei den Unternehmen. Sie sprechen vom Gesetz. Welches Gesetz konkret meinen Sie? Also Gesetz heißt ja für den Zöllner immer das EU-Recht, der Unionszollkodex mit der Durchführungsverordnung und der delegierten Verordnung. Dazu hat die Deutsche Zollverwaltung schon im letzten Jahr Erlasse, Verfügungen gemacht. Und die neuere Verfügung, um die es jetzt geht, ist die Neubewertung der Bewilligungen. Und da ist auch eine sehr schöne Homepage, auf der man viel nachlesen kann, wie die Deutsche Zollverwaltung dieses Jahr, nächstes Jahr bis 2019 vorgehen wird. Können Sie ungefähr abschätzen, wie die Zollverwaltung vorgehen wird? Ja, die Zollverwaltung sagt, ich will kriterienbezogen bewerten und guckt sich nicht eine Bewilligung an, sondern guckt sich den Artikel 39 an. Man kann vereinfacht sagen, die AEO-Kriterien. Da gibt es 4 oder 5. Man prüft, hält die Firma die Vorschriften ein? Sind die Geschäftsbücher in Ordnung? Sind die Unternehmen zahlungsfähig? Und sind sie praktisch oder beruflich befähigt? Die ersten Erfahrungen der Unternehmen, Ihre persönlichen? Ja, die Erfahrungen sind hoch emotional, weil es eine neue Bewilligungsvoraussetzung gibt. Bisher mussten nur die Zollvorschriften eingehalten werden und jetzt müssen auch die Steuervorschriften und sonstige Vorschriften eingehalten werden. Und besonders bei den Steuervorschriften hat sich Emotion zusammengebraut. Das bedeutet konkret? Das bedeutet ganz konkret, ich sag's mal so, bisher hat der Zoll in seine eigenen Datenbanken geguckt und gefragt, ob die Menschen bei ihm als Straftäter verankert sind. Wenn es aber um die Landessteuern geht, also nicht um die Steuern, die der Bund erhebt, dann kann der Zoll nicht auf eigene Datenbanken zurückgreifen und hat gesagt, dann wollen wir die Steuernummern der Unternehmen haben und die Finanzämter der Mitarbeiter, damit wir die Finanzämter anschreiben können und die Finanzämter uns Auskunft geben können. Und das hat zu einer Welle der Entrüstung unter datenschutzrechtlichen Aspekten geführt. Und ich nehme an, auch eine Diskussion angestoßen. Ja, natürlich. Die Sache ist so, dass ein Unternehmen die Sache vor das Finanzgericht Düsseldorf gebracht hat. Und Düsseldorf lässt jetzt den EuGH überprüfen, ob die Angabe dieser Nummern rechtlich zulässig ist, nach der jetzigen Rechtslage. Nur wenn man die Antworten des Finanzamtes nicht bekommt, ist es ganz schwer zu überprüfen, ob die Beteiligten steuerrechtlich zuverlässig sind. Welche Fragen gab es heute aus dem Publikum? Ja, es gab natürlich vor allem Fragen nach diesen Nummern, ob das geht oder nicht. Und eine zweite Frage ist, um welches Steuerrecht geht es denn? Geht es um das Steuerrecht des Unternehmens oder geht es auch um ein privates Steuerrecht? Kann also eine private Steuerhinterziehung Folgen haben für meinen Job im Unternehmen? Und die zweite Frage, wenn ich bei einer anderen Firma was falsch mache, hat das Auswirkungen auf das Unternehmen, bei dem ich jetzt beschäftigt bin? Und davon hängt dann ab, wie umfangreich die Finanzämter auch Auskunft geben dürfen. Mit welcher Entwicklung rechnen Sie für das kommende Jahr oder für das restliche 2017 noch? Ich habe den Eindruck, dieser Punkt ruht erstmal und man wartet auf die Entscheidung des EuGHs. Und ich habe von dem Vorsitzenden Richter aus dem Finanzgericht Düsseldorf gehört, dass der EuGH schnell arbeiten soll. Man will also 2018 wahrscheinlich im Herbst die Entscheidung vorliegen haben und dann muss sich Verwaltung und Wirtschaft sputen. Entweder müssen die Daten nachgeliefert werden oder man kann auf sie verzichten. Nur wenn auf sie verzichtet wird, kann ich eigentlich keine richtige Prüfung machen. Wir sind sehr gespannt. Professor Witte, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gern geschehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.